Hallo! Oh, und herzlich willkommen zur Zugfahrt-Action-Folge, in Klammern hoffe ich, des Todes bei Factorio. Und jetzt, Punkt, zwei Sekunden nachdem ich die Aufnahme gestartet habe, schreibt mich jemand auf Steam an. Ganz, ganz gut. Prima. Wird jetzt wohl leider 20 Minuten warten müssen, mein lieber Freund. Es tut mir sehr leid. Aber Schuldeigene, sage ich immer. Was ist denn das hier? Warum? Warte. Ach, muss ich die immer? Was? Das erklärt natürlich einiges. Oh, 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 oh. Das waren ja jetzt ein paar. Muss ich hier verbinden, ne? Aha. Naja, gut. Auch wenn ich das nicht gut heiße, wird es wohl so gehen müssen. Das waren ja ein paar. Das sind die, die mal hier hinrennen. Die kommen von hier schräg oben. Verstehe, verstehe. So, so. So. Ist mir eins zu weit, glaube ich. Oh, hier eine gebogene nämlich. Oh, so. Ja, genau so. Warum ist jetzt hier... Warum ist da so komisch? So komisch? So komisch? So ausgesprochen komisch? So komisch finde ich es nicht. Ist, glaube ich, trotzdem zu weit schon, ne? Hm. Das ist mir... Ja, das ist schade. Schade eigentlich. Das ist mir nämlich eins zu dicht dran. Da müssen wir nochmal... Tut mir leid, meine Lieben, tut mir leid. Da wird zurückgerudert. Und abgebaut. Auch wenn wir jetzt hier mitten in der Nacht Jens alleine... So? Na, einen noch. Schwuppdiwupp. Ah, sieht jetzt ist ja auch nicht mehr so ein Ding dazwischen. Das ist... Man lernt doch immer wieder was dazu beim Factorio spielen. So, das gefällt mir besser. So, so. Zughaltestelle, hier. Und. Kann der überhaupt wenden von alleine, der Zug? Weiß man nicht, wa? Was braucht der? Scheiße, ja. Diesellokomotive. Heißt, der braucht wahrscheinlich Diesel. Aber wir können gar kein Diesel herstellen. Was braucht der denn? Gibt's hier irgendwie... Gibt nicht mal eine Enzyklopädie oder so, ne? Hier steht einfach nicht bei, womit er betrieben wird. Wohl kaum mit Rohöl. Mit Leichtöl, Schweröl? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise Rohöl ist ja das Einzige, was man in Fässer schieben kann, oder? Kann ich dem... Nee. Ich habe auch gar keinen... Ah. Brennstoff. Ah ja, sehr gut. Die Diesellokomotive fährt mit Kohle. Puh. Machen wir hier Güterwaggons dran. So. Wo vier wahrscheinlich zu viele sind. Und... So. Fahr mal los. Nächster Halt, Flitzix. Hat er. Ist doch da. Fahre bitte. Ziel nicht erreichbar. Okay. Warte, Herr Zug. Warte. Ja. Vielleicht ein bisschen lang, der Zug, ne? Aber schön schnell. Ja.
Ziel nicht erreichbar. Also er scheint von alleine zu wenden. Das sieht gut aus. PDX Payback, okay. Wie heißt die andere jetzt? Heißt die andere jetzt an oder was? Ist das ernsthaft hier der Name? Die heißt an. Das stimmt. So, Leute, wir brauchen noch Kupfer. So. So, und fahre. Was hast du denn, der Zug? Boah. Machen wir erstmal nur drei. Wird. Fahre doch jetzt bitte wohin, du Zug. Mann. Machen wir erstmal so. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da reinpasst. Oder passt nicht zu knapp rein. Das ist gut. Los geht's. Achso. Wie bin ich denn an das Gepäck von dem Zug gekommen? Weiß man nicht mehr. Ach, Zug zeigen, genau. So, fahre, kleiner Zug. Tschu-tschu. Ist er jetzt da? Der müsste da jetzt 30 Sekunden warten, nicht wahr? Und dann wieder abhauen. Wir warten mal kurz, dann gucken wir uns den an. Ziel nicht erreichbar. Warum ist denn jetzt schon wieder das Ziel nicht erreichbar? Muss ich wirklich? Der kann nicht wenden, eventuell, ne? So. 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 Das war ja bei Transport Tycoon besser. Mitte. Oh, ich glaube, ich habe zu eng gebaut. Das darf man so nicht. Muss hier mal aufpassen, dass hier nicht diese komischen Verbindungsstücken sind, ne? So. Können wir uns bitte so, dass es sich verbindet? Bitte? Sag mal. Also, die Züge machen mir nicht so richtig Spaß, muss ich so gestehen. Das ist mehr... Oh. Alter, das nervt mich ein bisschen. Jetzt ist hier doch wieder Verbindungsstück. Können die da lang... Das geht, oder was? Was soll denn da? Boah. Komm, machen wir hier ein Gerades dazwischen. So. Oh, da war's doch. Der Finne. So, jawohl. 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 Gut, dass das kein fieser Wendekreis ist, ey. Da müssen wir... Oh, hä? Da müssen wir erstmal ein paar Bäume wieder abschlachten. So. Oh, vor allem muss ich das da oben auch nochmal machen, so ein Wendekreis, ne? Ist ja widerlich. Ach, was ist denn jetzt hier wieder los? Warum geht denn das wieder nicht? Muss ich da... Boah. Züge, ne?
Müssen uns mal angucken, wie das mit den Express-Fließbändeln ist. So. Ach so, muss ich ja eigentlich... Jetzt steht der Zug im Weg, ne? Kann das eventuell sein, dass der Zug jetzt im Weg steht? Geht das so? Oh, das geht so! Das ist ja gar nicht so verkehrt. Oh, warte. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Passen die halt nicht aufeinander, aber... Nicht so schlimm. Ah, warte. So. So. Nicht schön, aber... Fahre jetzt bitte, Herr Zug. Das soll gehen, sagst du? Das ist doch viel zu... Im Leben geht das nicht. Wir müssen... So. So geht das. Genau. Hat das schon mal mehr Spaß? Muss ich so sagen, ey. Boah, jetzt geht das hier wieder nicht anständig ran, oder was? Gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles nicht. Oh. 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 Passt das hier wieder nicht. Könnt ihr kotzen. Ich glaube, das passt. Es passt. Er fährt. Tschu-tschu. Tschu-tschu. Boah, nervt es. So, jetzt hat er hier natürlich wieder... Oh. So. 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 Ah, da steht der Strom im Weg. Und die Lampe. So. Klappt natürlich so nicht. So klappt das. Oh, mal mehr so mittel, aber na gut. Geht auch wieder nicht hier. Züge, ne? Zum Kotzen. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht anständig rum, ne? Gucken wir uns das einfach mal an jetzt. Ob das so geht. So. Zweifel müssen wir es halt nochmal abbauen dann. Ist dann halt so. Was ist denn, wenn ich so mache? Also behindert. Das. Habe ich gerade die Schnauze voll. Ah, wir gucken uns das lieber zum nächsten Mal an, schön, wie wir mit dem... Oh, jetzt ist hier eins nebeneinander, ne? Gucken uns lieber zum nächsten Mal schön an, wie wir mit dem Schmierstoff klarkommen. Das mache ich nur noch in Ausnahmefällen, ja. Reicht immer noch nicht, ne? So. Geht das jetzt? Geht nicht. Weil hier alles schief und krumm ist. Oh, scheiße. Okay, das scheint zu gehen. Hier aber nicht. Ich glaube, hier ist sehr, sehr schlecht. Ja, geh mir nicht auf Knispel. Ich habe hier wichtige Dinge zu tun gerade. So. Das wird auch nix. Alter.
Ist dir noch, wie ich gesagt habe, dass wir viel zu viele gebogene Dinger hergestellt haben? Weil Lohn. So. Warum passt denn das nicht? Das verstehe ich nicht. Was das immer soll. Die sind doch 1A geschwungen. Die kann man doch bitte direkt hintereinander weg aneinander machen, oder nicht? Was soll... So geht. Heute kommen wir wieder viel zu weit außen raus. Scheiße. Boah. Nee, jetzt kein Eisen sammeln hier. Jetzt baue ich hier noch ins Eisen rein, wenn wir hier irgendwann ran müssen. Oh, nee, das will ich nicht. Och, Mann. Was? Nein. Was soll denn der Quatsch hier? Ist doch scheiße, ist das. So, was das mal wisst. Boah, was ist hier los? Also, klares Fazit für uns. Wenn wir nochmal... Oh. Na klar, macht erstmal die Kurve weg. Boah. Klar, das Fazit für uns, wenn wir nochmal... Wir verzichten komplett auf Züge. Ich hasse Züge. Ich kann im echten Leben Züge nicht leiden. Das stimmt nicht ganz, aber... Ich bin kein Zugfanatiker. Und... Boah, hier sind die absolut für mich gestorben jetzt. Das ist der größte Pain in the Ass, den es in diesem Spiel gibt. Züge. Und es geht. Ich glaube, man sieht das immer, wenn die Pfeile kommen. Dann heißt das, das geht. Da kann man langfahren. Aber warum geht das hier nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum ich in 3 von 5 Fällen das machen darf mit den Gebogenen hier aneinander und manchmal nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Hier jetzt zum Beispiel schon wieder nicht. Muss ich wieder ein so ein Ding ransetzen. Und dann kann ich hier weiter biegen. Hm. So. Ja, das geht da zwar, aber hier denn wieder nicht. Mann! Warte mal kurz, bevor du jetzt gleich losfährst. Achso, nee, alles gut. Alter, das ist doch scheiße! Oh, ich komme hier nicht dran. Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Dreck bitte hier alles? Was soll denn das? Wisst ihr, wer eigentlich ein ziemlich großer Factorio-Fan war? Bis vor dieser Folge. Boah, nie wieder. Nie wieder machen wir Züge. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Alter. Das passt hier alles vorne und hinten nicht aufeinander, die Scheiße. Oh. Wird immer größer. Ich habe mehr Zugstrecke zum Wenden, als ich Zugstrecke habe. Wäre ich mit roten Fließbändern schneller gewesen. Idedim, also. So, und dann heißt die auch jedes Mal wieder anders. Fahre los. So. Gut, schön schnell ist er ja, ne? Der müsste jetzt da 30 Sekunden warten, ne? 21, 22, also der war ja schon längst da, so.
Dauert ja schön. Wisst ihr noch, wer von da oben auch noch einen Zug ranholen wollte? So ein Mongo, nein. What? Unsere roten Fläschchen sind leer. Und jetzt fährt er hier los, das ist ja Primi. So. Weil unser Kupfer vorbei ist. Es ist over mit Kupfer. Es ist, wir kriegen hier kein Kupfer mehr zustande. Weil wir das bisschen Kupfer, was kommt, das stecken wir alles jetzt in Dinger. Gut, aber wir haben jetzt immerhin, das ist natürlich auch ein bisschen doof jetzt. Müssen wir auch nochmal machen. Müssen wir hier nochmal kurz die Mauer weiter nach außen setzen, glaube ich. Jetzt ist hier natürlich schon die Biegung dann. Schlecht, aber hier ungefähr muss die Mauer hin. So. Kann man überfahren werden von seinem eigenen Zug? Ich hoffe nicht. Hätte ich mehr so Mittellust drauf, muss ich euch gestehen. So. Und so. Vielleicht. Vielleicht noch ein Dichter. So. So, so, so. Dann muss ich gleich nochmal gucken, wenn der Zug wieder da ist. Wo bleibt denn die Bahn? Immer diese Verspätung, ey. Aber nee, sag euch, machen wir nie wieder. Das machen wir nie wieder. So. Warte, hier nicht. Da. So. Hier müssen wir dann abschniedeln. Schniedeln, hat er gesagt. Ist natürlich die Frage. Die Frage, alle Fragen. Machen wir. Ja, machen wir einfach. Oder machen wir vielleicht lieber. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ob wir. Habe halt nicht mal eine Ahnung, ob wir überhaupt den Zug leer kriegen dann in der Zeit, ne? Aber sollte schon klappen. So, nicht, dass der dann irgendwann voll läuft. Das ist natürlich auch schlecht. Das lassen wir mal ganz schnell. Weil hier wollen wir nochmal Ziegelproduktion aufziehen. Gehen wir lieber hier so lang. So. So. Ich sagte so. Habe ich nicht so gesagt? Ich glaube schon, dass ich so gesagt habe. So. So, das reicht erstmal. Und wir müssen ja jetzt schließlich noch. Guck mal, der leuchtet ja nachts jetzt. Oh. Das ist immer eine schlechte Idee. Und ich will immer noch wieder Licht bei meiner Zughaltestelle haben. Das ist unangenehm. So. Ich meine, hier werden wir Strom hinmachen müssen, wo wir hier die Sachen runternehmen. Ach so, jetzt habe ich, ja, mach mal 10 Erzförderer. Das wird, glaube ich, erstmal tun. Jetzt weiß ich halt nicht, wie wir es hier am schlauesten machen, ne? Ich glaube, wir schaffen hier auch am besten in Kisten rein, ne? Ich glaube, wir sollten das eh über Kisten machen, Leute. Brauchen wir da überhaupt Stahlkisten für? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber wisst ihr was? Das überlegen wir uns zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Factorio. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag Tschüssli Müsli.